Wir beginnen mit den Ohrenklappen. Dafür brauchen wir einmal das Teil aus Außenstoff zugeschnitten, aus Innenstoff und dann noch zwei Kordelstücke, die ungefähr 15 cm lang sein sollten, wo ein Ende schon irgendwie versiegelt ist, dass es nicht ausfransen kann. Ich habe hier Knoten drauf gemacht. Wenn ihr eine Polyesterkordel habt, könnt ihr das auch so ein bisschen mit dem Feuerzeug schmelzen. So, diese beiden Kordeln kommen jetzt erstmal hier unten an die Rundung aus Außenstoff. Und zwar so, dass die Kordeln zum Stoff hin zeigen. Das kann man jetzt einmal knappkantig festnähen. Man kann aber auch das Ganze jetzt in einem festnähen, wenn man die beiden Teile zusammennäht. Dazu lege ich den Außenstoff rechts auf den Innenstoff. Ich mache das so rum und nicht andersrum, weil hier ja mein Innenstoff dieser Plüsch ist. Und da hat man mit dieser Kante, wo hier halt immer noch diese Plüschbäume rauskommen, es ist ein bisschen schwieriger, da entlang zu nähen, als wenn man hier einfach auf diesem glatten Außenstoff näht. Stecke ich mir einmal entlang dieser Strecke rechts aufeinander. Hier oben die Gerade bleibt offen. Jetzt wird das hier einmal mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. Wichtig ist beim Zusammennähen vor allen Dingen, dass man hier, wo die Kordel eingenäht ist, wirklich ein paar Mal hin und her drüber näht, weil da reißt die Kordel immer ganz gerne aus. Wenn wir das hier jetzt zusammengenäht haben, hier oben ist immer noch offen, können wir die Nahtzugabe zurückschneiden. Hier in der inneren Rundung schneiden wir die ein, damit wir das schön wenden können, so bis zur Naht. Aber aufpassen, dass wir die Naht nicht einschneiden. So. Und hier an diesen äußeren Rundungen schneiden wir die Nahtzugabe zurück. Ich lasse aber immer hier das Stück, wo die Kordel rausschaut, das lasse ich stehen, weil wenn man das zu knapp abschneidet, dann reißt die Kordel einfach ganz schnell aus. So, jetzt können die gewendet werden. Und dann bügelt man sich die Kanten einmal schön glatt. Jetzt kann man zwischen zwei Varianten wählen. Entweder man macht hier einen kleinen Kordelzug in den Nacken oder ein Gummiband. Ich zeige euch jetzt, wie das mit dem Gummiband geht. Wenn ihr das mit dem Kordelzug machen wollt, dann schaut mal in die Anleitung, dass das erklärt. So, wir brauchen dafür ein Gummiband. Die Länge davon ist im E-Book beschrieben. Es sollte ungefähr 2 cm lang sein. Und eine Sicherheitsnadel kann man schon mal anbringen. Aber als erstes müssen wir uns hier noch einen kleinen Tunnelzug einnähen, wo wir den Gummi einziehen können. Der Tunnelzug sollte ungefähr so breit sein wie der Gummi, so ein kleines Stückchen breiter vielleicht, damit es leichter einzuziehen ist. Kann ich mir dann hier mal in der hinteren Mitte mit so einer Quernadel markieren. Und der Gummizug, beziehungsweise der Tunnel, den wir jetzt nähen, der geht hier von Ohrenklappe zu Ohrenklappe. Also kann ich mir hier einmal die Nadeln stecken und dann nähe ich mir hier einmal so eine Naht. Die Seiten lasse ich offen, damit ich da den Gummi einziehen kann. Ich habe jetzt hier den Tunnelzug genäht. Das sieht man vielleicht nicht ganz so gut, weil das gar nicht so passend ist. Aber hier kann ich jetzt meinen Gummi einziehen. Und zwar von der einen Seite mit der Sicherheitsnadel gehe ich hier zwischen die Lagen und ziehe mit dem Gummi rein. Wichtig ist aber, dass man darauf achtet, dass der Gummi sich möglichst nicht verdreht, sondern schön glatt liegen bleibt. Am Anfang mache ich langsam, damit ich hier sehe, wann das Ende kurz davor ist, in den Tunnel zu rutschen. Das ist dann so ein bisschen Millimeterarbeit. Und wenn ich dann hier sehe, das Ende ist hier am Tunnelzug angekommen. Ne? Hier seht ihr das Ende des Gummis. Dann höre ich mal auf zu ziehen und stecke mir einmal den Gummi hier fest, damit ich den da gleich annähen kann. Dann kann ich den Gummi weiterziehen, bis er hinten wieder rauskommt. Aber immer darauf achten, dass er möglichst glatt liegt und sich nicht verdreht hat innen dran. Sonst ist das unangenehm im Nacken. Kann ich die Nadel auch rausmachen. Hier schaue ich dann auch, dass das Ende gerade so am Ende des Tunnelzugs liegt und stecke mir eine Nadel. Und jetzt kann ich hier den Gummi an beiden Seiten schön festnähen und ruhig auch ein paar Mal hin und her nähen, damit das nicht aufreißt. Das ist dann die fertige vorbereitete Ohrenklappe mit dem Gummizug hinten drin. Ich habe hier oben die Stofflagen nochmal knappkantig aufeinander genäht. Dann ist das nachher leichter einzunähen. Und jetzt können wir es erstmal beiseite legen, denn wir nähen jetzt erstmal die Mütze.
Wir benötigen jetzt einmal die beiden Kopfteile Seite. Die sehen so aus, das sind die Teile, die hier so eine Rundung haben. Im Gegensatz zu dem Kopfteil hinten, das so eine Gerade hat. Und das Kopfteil oben. Jetzt möchten wir diese Nähte schließen. Dazu legen wir erstmal ein Kopfteil Seite auf das Kopfteil oben. Und zwar so, dass die Spitzen hier oben schön zusammenliegen. Und stecken uns das erstmal zusammen. Hier unten werdet ihr sehen, da wird so ein Zipfel rausschauen. Das ist aber richtig so, denn bei 1 cm Nahtzugabe liegen dann hier trotzdem unsere Stofflagen genau aufeinander. Wichtig ist jetzt, wenn man das zusammennäht, dass man hier oben den ersten Zentimeter unbedingt freilässt. Also steckt euch hier eine Nadel, damit ihr wisst, dass ihr hier oben an der Spitze diesen Zentimeter nicht näht. Nach unten hin näht ihr ganz normal zusammen, aber oben der Zentimeter muss unbedingt frei bleiben. Und so sieht das dann aus, wenn es angenäht ist. Hier oben der Zentimeter ist offen und mit einem Zentimeter bis nach unten hin angenäht. Jetzt kann ich das mal aufklappen, dann sieht es so aus. Jetzt kommt die zweite Seite hier ran. Und das machen wir wieder ganz genauso. Hier oben die Spitzen liegen aufeinander. Dadurch, dass wir hier den Zentimeter offen gelassen haben, kommt man da jetzt ganz gut hin. Und dann stecken wir uns das wieder zusammen bis nach unten. Man kann jetzt auch, wenn man möchte, das Ganze von der anderen Seite nähen. Da sieht man nämlich hier, wo diese Naht endet und kann da auch wieder beginnen. Das wird jetzt auch wieder so angenäht, dass oben der 1 cm freigelassen wird. So sieht jetzt unser vorderes Kopfteil aus, wenn wir die beiden Nähte hier geschlossen haben. Hier oben die Zentimeter offen. Jetzt kommt dazu das Kopfteil unten Mitte. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch schon irgendwie ein Patch aufnähen oder so. Das ist jetzt noch ein bisschen einfacher als später, wenn es gefüttert ist. Und das kommt jetzt hier mit dieser Rundung hier rein. Damit das ein bisschen leichter ist, haben wir hier einmal einen Knips und hier. Und die beiden Knipse stecken wir uns jetzt erstmal aufeinander. Anschließend stecken wir uns hier die Enden aufeinander, sodass hier die Kanten schön aufeinander liegen. Und dann können wir uns die Strecke dazwischen stecken. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man das verteilt. Das sollte aber glatt aufeinander zu nähen sein. Und das wird jetzt hier wieder mit 1 cm Nahtzugabe eingenäht. Nachdem ich das angenäht habe, habe ich die Nahtzugabe nach außen gebügelt und das Ganze noch einmal abgesteppt. Das kann man aber auch in die andere Richtung genauso machen. Ich habe mich jetzt so entschieden, weil der Cord etwas dicker ist als mein anderer Stoff und das wäre sonst hier zu wulstig geworden. Jetzt können wir das einmal kurz beiseite legen, denn jetzt machen wir mit dem Hinterkopf weiter. Dafür brauchen wir die beiden Teile Kopfteil hinten und die werden jetzt erstmal rechts auf rechts aufeinander gelegt und zusammengesteckt. Hier ist es jetzt so, dass wir nicht hier oben den Zentimeter freilassen, das wird ganz normal genäht, aber wir lassen hier unten den letzten Zentimeter frei, also hier, wo diese Ecke drin ist. Zusammenstecken. Und dann hier mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen, oben ein bisschen die Spitze und hier unten den 1 cm freilassen. Nach dem Zusammennähen wird die Nahtzugabe auseinander gebügelt. Jetzt können wir uns das einmal so hinlegen, dass die rechte Stoffseite nach oben zeigt. Und jetzt kommt das Kopfteil hinten unten dazu, das ist dieses Dreieck. Hier haben wir an einer Seite einen Knips. Diese Seite mit dem Knips zeigt nach hinten in den Nacken, also sie wird nicht angenäht. Dafür die anderen beiden Seiten. Dazu legen wir jetzt erstmal das Teil rechts auf rechts, hier an dieser Kante, auf das Kopfteil hinten. Hier unten wieder so, dass hier so ein kleiner Zipfel übersteht, dass wir hier wirklich bei 1 cm Nahtzugabe die Stoffe aufeinandertreffend haben. Und stecken uns das einmal fest. Und hier geht es jetzt auch so weit, bis wir hier an die Naht kommen, wo wir die beiden Kopfteile hinten zusammengenäht haben. Und nur so weit wird auch dieses Teil angenäht. So, mit 1 cm Nahtzugabe annähen. So sieht das dann aus, wenn die eine Seite angenäht ist. Hier oben ist auch wieder der Zentimeter offen, weil wir hier ja auch
dort an der Naht geendet haben. Jetzt klappen wir das wieder auf und legen auch noch hier die andere Seite an und stecken uns das wieder fest bis hier in die Spitze und unten, so dass wir hier bei einem Zentimeter Nahtzugabe das Ganze wieder glatt auf einer Höhe haben. Wieder mit einem Zentimeter Nahtzugabe annähen und dann die Nahtzugaben zu den Kopfteil hinten bügeln. Und so sieht dann das fertige Rückteil unserer Mütze aus. Jetzt kommen Vorder- und Rückteil der Mütze aufeinander. Und zwar machen wir das so, dass wir zuerst hier oben, in dieser Punkt, wo sich die drei Teile vom Vorderteil treffen, mit der Naht hier am Rückteil aufeinander legen und uns das einmal stecken. Und von dort aus kann man dann auch den Rest zusammenstecken. Das Ganze wird dann mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. Und so sieht dann das fertige Kopfteil aus. Das können wir jetzt auch nochmal beiseite legen, denn weiter geht's jetzt mit dem Mützenschirm. Den haben wir zweimal aus Außenstoff zugeschnitten und dann aber nochmal ohne Nahtzugabe aus einer festen Bügeleinlage. Das ist jetzt so eine richtige Schabrackeneinlage. Die habe ich auf der einen Seite einlagig aufgebügelt, auf der anderen Seite sogar zweilagig, damit das einfach genug Stand hat. Diese beiden Teile lege ich nun rechts auf rechts aufeinander und stecke die entlang der Rundung zusammen. Das wird jetzt mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. Hier diese Strecke bleibt offen. Wenn die beiden Stofflagen zusammengenäht sind, wird einmal die Nahtzugabe rundum zurückgeschnitten. Das geht am besten mit einer Zickzackschere. Kann man nämlich dann einfach hier so an der Naht entlang schneiden. Und dann wird der Schirm gewendet. So. Durch die feste Einlage legt sich das jetzt schon ganz gut. Es muss jetzt trotzdem noch einmal schön gebügelt werden, die Kante. Und dann kann man das auch nochmal absteppen, wenn man möchte. So sieht jetzt mein fertiger Schirm aus, von rechts und von links. Jetzt ist im E-Book ein Schritt, bevor man den annäht, dass man die Nahtzugabe hier noch ein bisschen einschneidet, so 7 mm ungefähr, weil es dann leichter ist, dass sich das besser hier beim Annähen legt. Ich habe nun das Ding, dass ich hier einen sehr weichen Stoff habe, der hat Elastan drin, da seht ihr schon, der gibt gut nach, das lässt sich gut annähen, deshalb muss ich das jetzt nicht machen, aber wenn ihr einen festeren Stoff habt, ohne Elastan, dann würde ich das unbedingt so machen, wie im E-Book gezeigt. Jetzt kommt nämlich unser Mützenteil dazu und jetzt soll der Schirm an die Mütze. Wir haben dazu einmal hier einen Knips in diesem Kopfteil unten Mitte und auch in der Mitte von unserem Schirm. Die werden jetzt erstmal aufeinander gelegt. Und jetzt steckt man sich hier den Rest hier auch so ein bisschen darauf achten, dass der Schirm an den Seiten ungefähr gleich rauskommt. Und dann kann man den Schirm mit einem Zentimeter Nahtzugabe annähen. Wenn der Schirm dann angenäht ist, dann kommen auch die Ohrenklappen dazu. Die kommen hinten dran und hier orientieren wir uns wieder an den Knipsen. Und zwar einmal den hier in diesem Dreieck unten im Nacken. Und dann haben wir hier auch einen Knips in der Mitte von unseren Ohrenklappen. Und die beiden kommen jetzt wieder rechts aufeinander. Und dann dehnen wir den Gummi beim Feststecken und stecken uns das in beide Richtungen glatt aufeinander. Und die Ohrenklappen werden dann auch mit einem Zentimeter Nahtzugabe angenäht.
Das hier ist jetzt unsere Mütze und sie ist tatsächlich schon fast fertig, aber hier fehlt noch was innen drin. So soll das nicht bleiben. Wir brauchen hier noch einen Innenstoff, ein warmes Futter für den Winter. Dafür legen wir die jetzt nochmal beiseite und nehmen uns unsere Futterteile. Das sind einmal 5 identische Teile, von denen wir erstmal 2 brauchen. Die legen wir uns rechts auf rechts aufeinander und stecken die an einer Seite zusammen. Und jetzt bei den ersten beiden ist es wichtig, dass wir unbedingt eine große Wendeöffnung lassen. Das hier bleibt jetzt meine Wendeöffnung. Das kann ich zusammennähen. Und an der Spitze ist es wieder ganz wichtig, dass der oberste Zentimeter offen bleibt. Also ich nähe jetzt nur das Stück hier, das lasse ich offen und dann nähe ich noch das da. So sieht das jetzt aus. Hier haben wir die Wendeöffnung, hier oben ist der Zentimeter offen. Jetzt können wir das Ganze einmal aufklappen und das nächste Teil dazu nehmen. Es ist jetzt am einfachsten, wenn wir uns das jetzt umdrehen, also das neue Teil nach unten legen und dann hier das einmal draufstecken an der Seite. Denn wenn wir es so machen, dann ist das Gute, dass wir hier oben an der Spitze sehen, wo unsere Naht endet. Denn genau so weit nähen wir auch hier nur zusammen, damit oben der Zentimeter wieder offen bleibt. Einmal annähen. Und genau auf die gleiche Art und Weise werden jetzt auch noch die anderen beiden Teile angenäht und am Ende die Enden auch zusammengenäht. So sieht das Ganze jetzt aus, unser Futter. Ich habe hier oben die Spitzen, auch die Nahtzugabe weggeschnitten, damit das nicht so dick ist und später nicht oben am Kopf beult. Das kommt jetzt in unsere Mütze auf Außenstoff. Dazu wenden wir uns die Mütze aus Außenstoff einmal so, dass alle Teile, also die Ohrenklappen und auch der Schirm, zur Mütze hin zeigen. Und dann stülpen wir uns das einmal ins Futter rein. Jetzt wird das Ganze aufeinander gesteckt und wir beginnen damit, hier an den Seitennähten, wo wir Vorderteil und Hinterteil zusammengenäht haben, dass wir da die Teilungsnähte aufeinander nähen. Dann hier hinten im Nacken, da haben wir das Teil mit dem Knips hier, also die Mitte von diesem Dreieck, kommt auf eine Naht. Und so machen wir das weiter. Einmal rundum. Nur vorne müsst ihr aufpassen, weil da dieses Mittenteil ein bisschen breiter ist. Da liegt dann diese Naht nicht auf dieser Naht vom Mittenteil, sondern etwas weiter zum Mittenteil hin. Feststecken. Und dann mit 1 cm Nahtzugabe zusammennähen. Jetzt kommt wieder der spannende Moment beim Nähen. Wenn das rundum zusammengenäht ist, dann können wir es endlich wenden. Dazu haben wir die Wendeöffnung hier im Futter. Und jetzt schauen wir mal, ob das alles so geklappt hat, wie wir das wollten. So. Das Futter nach innen. Und da ist sie, unsere Mütze. Wir können jetzt hier die Wendeöffnung im Futter, wo ist sie denn? Schon verschwunden. Die können wir noch von Hand zusammennähen. Und dann hier oben an der Spitze nochmal die Nahtzugaben zusammennähen. Man kann auch hier unten einen schönen Knopf drauf nähen. Das sieht dann auch immer ganz süß aus. Und wenn man möchte, kann man das Ganze auch noch von außen absteppen. Aber wenn das dann geschafft ist, ist unsere Mütze endlich fertig. Und ich finde, sie ist auch wahnsinnig süß geworden.